Was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Also wir sind heute aus dem Schwarzwald eigentlich gekommen, mit einem kleinen Zwischenstopp bei meinen Eltern im Ruhrpott. Und dann auf dem Weg haben wir uns irgendwie gedacht... Das Ding ist, wir haben im Schwarzwald die ganze Zeit so Reggaeton-Musik gehört. Und so ein bisschen so Salsa-mäßiges. Ja. Und dann hatte ich schon so ein Feeling, boah, jetzt doch mal nach Malle oder so, ey, schön Strandurlaub. Wait a minute! Boah. Ich finde, das ist so meine Abwechslung zu so einem Malle-Urlaub oder so. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop fucking lying! Ja, auf jeden Fall waren wir unterwegs. Ja, und dann haben wir uns so angeguckt, ne? Haben wir darüber geredet, genau, wir haben darüber geredet, haben uns so angeguckt. Digga, wollen wir nicht noch mal im Buch? Ja, also, Leute, heute angekommen und heute wieder geht's jetzt gerade zum Flughafen. Ja. Und wir fliegen nach Malle! Jabba, das war halt so spontan, wir haben so darüber geredet und dann ja, okay, cool, lass mal buchen. Und wir haben ein bisschen geguckt halt so im Internet und direkt eigentlich so ein richtig geiles Hotel gefunden. Und jetzt fahren wir einfach mal für ein paar Tage noch nach Malle. So die restliche Zeit, die wir halt noch frei haben, genau, die muss man halt nutzen, ne? Ja. Ich habe mir so gedacht, so okay, das wäre auch nice, wenn du kommst nach Hause, dann kannst du dich wieder sortieren, aber Malle ist halt auch geil. Du bist ja geimpft, ne? Ja. Also Malle ist gerade hoch, Inzidenz. Ich muss 2 Wochen Quarantäne. Scheißegal, Digga. Egal. Lasst euch die Freiheit nicht nehmen, Leute. Das ist echt so, ey, man muss das Leben genießen. Nein, Leute. Auf jeden Fall, ja. Man muss ja auch dazu sagen, in diesem Urlaub, wir machen ja nichts mit anderen Leuten. Weißt, man kann ja trotzdem immer noch darauf gucken, dass du Abstand hast, dass du deine Masken trägst. Ja, unsere Mission ist ja einfach ein bisschen abschalten am Strand, weil man das schon lange nicht hatte. Vor allem der Sommer geht ja auch langsam zu Ende so. Genau. Und man will auf jeden Fall nochmal, so heiße Tage hatten wir jetzt auch nicht, oder? Wir hatten einen heißen Tag halt. Wir hatten allgemein jetzt auch hier in Hamburg, weißt du nicht. Adrian haben wir abgegeben bei seiner Mama. Und ja. Jetzt geht's zum Flughafen. Let's go. Ja, ja, ja. Leute, guter Tipp am Rande. Ihr könnt bis Ohlsdorf fahren. Ihr müsst nicht im Flughafen parken. Falls ihr mit Auto seid, könnt ihr hier das Auto irgendwo abstellen. Und 1-2 Stationen mit der Bahn. Ich weiß nicht, eine Station ist das, glaube ich, oder 2. Ja, maximal, sei es 3, Digga. Ich glaube, das ist eine Station oder 2 Stationen bis zum Flughafen. Oder müsst ihr nicht am Flughafen überteuerte Tickets bezahlen, und wenn ihr zurückkommt, habt ihr das Auto hier parat stehen. Nicht verzagen. TikTok fragen. Yo, Friends, endlich angekommen in Palma de Mallorca, ey. Wir brauchen Transfer, guckt euch mal diese Schlange an. Wir haben leider keinen Transfer zu unserem Hotel. Aber egal, ihr merkt dieses Klima, ihr kennt das bestimmt. Wenn ihr von einem aus Deutschland in ein warmes Land kommt, dieses stickige, dieses warme Palmen, ey, diese Palmen hier, ne, hinter mir, Alter, das ist Erinnerung. Jedes Mal, wenn ich hier bin, Erinnerung. Ja. Einfach Erinnerung. Da fühlt man sich direkt. Cerveza, por favor. Ey. Ja, jetzt müssen wir zusehen, dass wir ein Taxi kriegen zum Hotel. Ja, ich sag dir, auch spontan sind die Sachen am geilsten. Alter. Taxi! Hey! Jo, im Hotel angekommen. Erstmal hatten wir ein falsches Hotel. Ja. So,
Das war viel Kilometer entfernt oder so, oder zwei. Auf jeden Fall mussten wir 40 Minuten zu Fuß laufen. Zum Glück haben wir noch ein Taxi gefunden. Ja, jetzt sind wir hier ganz, ganz spät angekommen und wir haben ein ganzes Restaurant für uns. Die haben das extra für uns aufgeschlossen und die meinen, wir können uns hier bedienen. Ja, da hauen wir mal rein, ne? Watch out, watch out, watch out, watch out! Das Coole ist, dass die uns auch aufgemacht haben. Das macht auch nicht jeder. Das ist das erste Mal, dass ich sowas überhaupt erlebe. Ja? Ja, ja, klar. Ja, stimmt bei mir auch. Das war echt, ich habe echt so erwartet, so, hä, was will der denn da so aufmachen? Will der uns so Getränke machen und so? Ja. Das war richtig schön. Ich dachte auch, da würden sie eigentlich Cocktails mixen. Ja, aber wir haben das richtig gebraucht. Wir hatten voll die lange Reise. Das war richtig nötig irgendwie. Ja, ist halt ein anderer Urlaub, ne? So Strand. Ja. Ja, ist nochmal anders als Schwarzwald. Mhm. Wir sind im Zimmer angekommen, derbe müde, gehen jetzt schlafen. Morgen geht's zum Strand. Ja. Ja, Freunde, das war's für ein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da und ein Like. Bis zum nächsten Video, oder? Ja.